Hallo, wir testen heute auf funkyhome.de die neue Anker Solarbank 2 Plus. Genauer gesagt ist es die Anker Solix Solarbank 2 E1600 Plus Power Station. Mitsamt einem Anker Solix BP1600 Erweiterungsakku. Diese hat 1600 Wattstunden, die Power Station ebenfalls. Und damit wir auch mal testen, wie es dann mit einer größeren Kapazität aussieht, haben wir uns noch einen zweiten Erweiterungsakku dazugestellt. Das heißt, wir haben insgesamt 1600 mal 3, also 4800 Wattstunden Kapazität. Zudem haben wir uns noch dazu bestellt 4 solcher flexibler Solarpanels. Die FS20 Anker Solix Solarpanels haben jeweils 225 Watt. Und dazu bestellt haben wir uns auch noch 4 solcher Smart Plugs. Die Anker Solarbank 2 E1600 Plus Power Station bietet 100 Amperestunden bei 16 Volt und das ergibt eben die Gesamtkapazität von der Batterie von ca. 1600 Wattstunden. Der integrierte LiFePO 4 Akku hat eine Langlebigkeit von ca. 6000 Ladezyklen und ist mit bis zu 5 Erweiterungsbatterien auf bis zu 9,6 Kilowattstunden erweiterbar. Die E1600 Plus verfügt einen Mikrowechselrichter zur Einspeisung des Hausnetz, wobei die zwei MPPTs eine maximale Eingangsleistung von 1200 Watt ermöglichen. Für eine möglichst einfache Installation haben wir uns diesmal 4 FS 225 Watt IP67 Paneele mitbestellt. Also insgesamt bieten diese dann 900 Watt Peak, die mit Kabelbindern aus rostfreiem Edelstahl hier. Das sind diese Kabelbinder mit Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl flexibel am Balkon befestigt werden können. Und werden dann über die mitgelieferten MC4 Adapterkabel, das sind Y-Adapterkabel, das heißt, wir gehen mit dem Adapter von 2 Solarpanels auf einen MC4-Anschluss an der Powerstation. Somit haben wir dann die Möglichkeit, die insgesamt 4 Panels an 2 PV-Eingängen der Powerstation anzuschließen. Mit den 4 sogenannten intelligenten Anker Solix Smart Plugs wird der Stromverbrauch nahezu in Echtzeit an die Powerstation übermittelt. Das heißt, die Einspeisung in das Hausnetz wird dann dem tatsächlichen Strombedarf der überwachten Geräte dynamisch angepasst und ermöglicht mittels Bluetooth- und WLAN-Anbindung eine Überwachung in der Anker Smart App. Der Vorteil der Plugs liegt darin, dass man sie quasi Plug and Play installieren kann und nicht wie bei den Smart Meter einen Techniker zur Installation auf einer Hutschiene in den Verteilerkasten benötigt. Der Nachteil liegt dann aber natürlich darin, dass nicht der gesamte Stromverbrauch des Hausnetzes gemessen wird, sondern nur von den Geräten, die halt eben hier an dem Smart Plug angeschlossen werden. Das heißt, wir können jetzt insgesamt die 4 Geräte überwachen. Das könnten zum Beispiel sein eine Mikrowelle, ein Geschirrspüler, eine Waschmaschine oder ein Wäschetrockner. Man nimmt dann die Geräte, die einen relativ hohen Strombedarf haben, und die können bis zu 10 Ampere messen. Das heißt also, wir haben bei den 10 Ampere und 230 Volt ca. 2300 Watt Leistung, die wir messen können. Eine netzunabhängige Schokosteckdose zur direkten Versorgung ist übrigens bei der Solarbank 2 Plus nicht vorhanden. Das heißt, wir haben also keine Steckdose an dieser Powerstation bzw. Solarbank. Man speist also generell mit bis zu 800 Watt in das Hausnetz ein. Kommen wir damit auch schon zum Lieferumfang. Enthalten ist die Solarbank 2 E1600 Plus Power Station. Dann haben wir noch mit dabei insgesamt 4 x 3 Meter Solarpanelverlängerung. Das sind also MC4 Kabel, die haben ja noch so eine Schutzkappe drauf jeweils. Dann haben wir noch dabei ein 5 Meter langes
Schoko-AC-Ladekabel. Das wird hier an der Seite von der Solarbank eingesteckt. Dann gibt es natürlich auch noch einen QR-Code zur Bedienungsanleitung und eine Sicherheitsanweisung sowie sogar noch etwas Montagematerial, wie hier zum Beispiel diese Kabelbinderhalter, ein paar Halterungen zur Montage an der Wand. Mit dabei ist sogar diesmal ein MC4-Schlüssel. Damit kann man dann die MC4-Steckverbindung lösen. So, jetzt geht's aber endlich an die Powerstation. Sie ist extrem robust und IP65 geschützt aufgebaut. Das ist natürlich ein Vorteil gegenüber den anderen Geräten, die man nicht außen aufbauen kann. Diese hier ist spritzwassergeschützt, das heißt also staubdicht, spritzwassergeschützt. Die Powerstation ist ungefähr 21,2 Kilogramm schwer, verfügt hier über eine Power-Taste mit LED integriert. Hier ist eine IoT-Taste, ebenfalls mit einer LED integriert. Haben wir hier in der Mitte noch eine Arbeitsstatus-LED. Hier an der Seite befinden sich insgesamt 4 PV-Panel-Eingänge, das heißt also für 2 PV-Module. Hier haben wir, wie gesagt, diese Adapterkabel mit dabei, sodass wir halt eben auch mehr verwenden können. Dann haben wir auf der Seite den Anschluss für den Schokostecker. Das heißt, hier wird eine Schutzkappe abgezogen und dann können wir auch schon die Powerstation mit dem Hausnetz verbinden. Die Plus-Ausführung hat insgesamt die 4 Anschlüsse. Es gibt auch noch eine Pro-Ausführung, die hat insgesamt 8 Anschlüsse. Das heißt, die ist für 4 Module ausgelegt oder auch eben mehr. Dann haben wir auf der Seite noch einen Erdungsanschluss für den Schutzleiterdraht. Den sollte man mit 4 Quadratmillimeter wählen. Zur Erweiterung mit dem Zusatzakku werden die beiden Geräte nicht über ein Kabel verbunden, sondern einfach nach dem Entfernen der Schutzkappen übereinander gestapelt, wie wir das hier auch schon sehen. Dazu muss man das Gerät unbedingt ausschalten, also niemals übereinander stapeln oder lösen, wenn das Gerät eingeschaltet ist, sondern unbedingt die Powerstation erst ausschalten. Das Ausschalten gelingt, wenn man die Taste ungefähr 4 Sekunden drückt und dann fährt die Powerstation runter. Der Erweiterungsakku ist übrigens 18 Kilogramm schwer und kann wie die Powerstation in einem Temperaturbereich von minus 20 Grad bis plus 55 Grad entladen werden und natürlich auch geladen werden. Das heißt also, man kann die auch wunderbar wirklich draußen installieren und muss sich gar keine Gedanken darüber machen im Winter, dass der Akku halt eben keine Leistung mehr hat oder wie auch immer. So, dann wollen wir die Powerstation doch einfach mal einschalten. Das macht man, wie gesagt, über den Power-Taster. Diesen hält man hier ungefähr 4 Sekunden und dann sieht man hier ein Begrüßungslicht. Das sieht schon mal sehr schick aus und der müsste jetzt eigentlich gleich signalisieren, dass er gerade noch keine Verbindung hat. Und das macht er jetzt auch und er sagt auch, dass wir keinen Strom angeschlossen haben. Das heißt, wir haben es noch nicht mit dem Hausnetz verbunden. Das ist aber jetzt in dem Fall auch gar nicht notwendig, zumindest nicht, um die App zu installieren und auch nicht, um die ersten Funktionen zu zeigen. So, und dann installieren wir jetzt auch mal gleich hier aus dem Google Play Store die Anker App. Ich brauche das jetzt gar nicht hier so reinzuzeigen, weil wir blenden das halt im Video wieder mit ein. Den wählen wir jetzt aus. Fertig. So, jetzt gelangen wir auf die Hauptseite. Wir sehen jetzt hier dementsprechend 200 Watt wird jetzt gerade eingespeist. 52% Akkukapazität ist noch in dem System drin. Und wenn jetzt der Smart Plug 100 Watt messen würde, würde er 300 Watt einspeisen, aber er würde niemals unter diesen 200 Watt einspeisen, das heißt 199, 200 ungefähr. Das ist das, was wir fest vorgegeben haben. Wie gesagt, wir haben die Wahl zwischen dem intelligenten Modus, das ist das eben, dass er misst bei den Smart Plugs, wie viel Verbrauch ist da, oder wir sagen der benutzerdefinierte Modus, ich möchte fest 200, 300, 400, 500 Watt haben, die der einspeist. Was sie etwas ulkig gemacht haben, ist halt eben, wenn wir auf 0 Watt stellen, dass wir dann auch keine Messung mehr von dem Smart Plug haben. Das heißt, der misst den Wert zwar, aber der speist das dann nicht ins Hausnetz ein. Somit schafft man natürlich auch dementsprechend eine Abschaltung von dem ganzen System. Das heißt, wenn man einfach keine Einspeisung haben möchte, stellt man das zu dem und dem Zeitpunkt auf die 0 Watt. Und dann wird aber auch nichts mehr vom Smart Plug, selbst im intelligenten Steckermodus, wird nichts mehr eingespeist. So. Also wir sehen das hier alles schön übersichtlich.
Jetzt haben wir noch die Wahlmöglichkeit unten zwischen Start, Geräte und Profil. Ich gehe jetzt mal auf Geräte und bei Geräte sehen wir schön übersichtlich alle Geräte, die wir installiert haben. In dem Fall jetzt eben dementsprechend einmal die Powerstation und darunter der Akku. Und wenn dann zwei Akkus sind, werden die auch dementsprechend hier auf dem Bild dargestellt. Sieht schick aus. Man sieht die Temperatur von dem Akku und die Kapazität. Und im unteren Bereich, wir können jetzt hier auch nochmal draufdrücken, man kann sich hier die Kapazität auch anzeigen lassen. Und dieses Licht kann man hier ausschalten, wenn man möchte. Man muss das also nicht haben. Aber sieht ja eigentlich ganz nett aus. Und wir können jetzt hier zu diesem Gerät auch noch einen Stimmungsmodus einstellen. Und zwar haben wir hier eben den Normalmodus. Da wird die Kapazität, Entlade- und Ladezustand angezeigt. Oder wir sagen den Stimmungsmodus, machen wir einfach mal. Und dann macht er hier Knight Rider. Was haben wir noch alles? Wir haben also den Energieplan, der Stimmungsmodus, das Licht können wir einstellen. Dann den Gerätenamen, da können wir einen Namen hinterlegen. Dann haben wir die WLAN-Einstellung, die Temperatureinstellung, ob in Grad Celsius oder Fahrenheit. Dann haben wir die reservierte Leistung, da gehe ich mal kurz drauf. Wir haben hier die Wahlmöglichkeit zwischen 5% oder 10%. Das ist das, was immer dann noch übrig ist in dem Akku, was dann noch eingespeist werden kann. Also mindestens 10% lassen wir jetzt noch drin. Darunter sehen wir noch die Seriennummer, die haben wir jetzt bei uns natürlich ausgeblendet. Dann haben wir hier die On-Grid-Ausgangseinstellung. Das ist das, was als Einspeisung in das Hausnetz aus der Powerstation dementsprechend eingespeist wird. Und das können wir auswählen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen 600 Watt oder 800 Watt. Die 600 Watt waren aus dem vorigen Jahr noch in Deutschland. Das war hinterlegt, dass wir maximal 600 Watt einspeisen dürfen. Seit diesem Jahr April ist es Gott sei Dank so, dass wir 800 Watt einspeisen können. Je nachdem, wie das Hausnetz aber so aufgebaut ist, muss jeder selber wissen und jeder selber entscheiden oder sich am besten nochmal kurz beraten lassen von einem Elektriker, ob das so in Ordnung ist, dass man dauerhaft 800 Watt einspeist. So, wir sagen jetzt hier 800 Watt und sagen, und geben uns hier nochmal einen Hinweis, von wegen, wir sollen uns doch bitte mit unseren Richtlinien und Vorschriften auseinandersetzen, ob das denn wirklich auch erlaubt ist bei uns. Wir sagen ja. Weiter geht's. Hilfe und Feedback haben wir noch. Dann die Firmware-Update-Version. Das machen wir jetzt gerade nicht mehr. Oder man kann das Gerät auch wieder löschen. Das haben wir schon gemacht. Das heißt, wir haben das einmal rausgenommen und wieder reingesetzt. Und das funktioniert auch. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Hauptseite. Ich gehe nochmal auf Geräte. Hier sehen wir nochmal den Smart Plug. Das ist auch ganz interessant. Ich klicke mal da drauf. Jetzt hat man einen Klack gehört. Das war der Smart Plug. Das ist das Relais von dem Smart Plug. Wir können also den Stecker immer an- und ausschalten, wenn wir möchten. Wunderbar. Wir machen ihn mal an. Dann sehen wir die Ausgangsleistung von dem Smart Plug, wie viel Ampere bzw. Watt dementsprechend derzeit verbraucht werden. Und darunter haben wir auch noch eine Zeitsteuerung. Wir können also auch hier sagen, der Smart Plug soll von bis, was weiß ich, von 10 Uhr morgens bis 12 Uhr soll er halt eben dementsprechend eingeschaltet sein. Oder ausgeschaltet oder wie auch immer. So, dann gehen wir mal wieder auf den Startbereich zurück. Und das war es nämlich auch schon fast. Wir zeigen das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher in unserem Test. Da gehen wir noch mal auf so ein paar detaillierte Fragen ein. Und im Grunde können wir jetzt schon mal sagen, der Aufbau von der Powerstation und von den Zusatzakkus ist wirklich toll gemacht. Also die haben sich wirklich richtig Mühe gegeben. Und auch an der App sieht man, dass da schon einiges an Hirnschmalz reingeflossen ist, was wirklich wichtige Sachen angelangt. So ein paar Einstellungsmöglichkeiten fehlen uns noch. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir halt schon einiges an Apps gesehen haben und ausprobiert haben und auch gesehen haben, was andere machen. Und dann kommt man natürlich auch so, bekommt man noch die Lust, halt eben die Einstellungen wirklich vorzunehmen. Gut, also insgesamt gesehen wirklich toll aufgebaut. Das Zubehör, was dabei ist, ist vollkommen ausreichend für die erste Installation. Das Gerät selber dementsprechend ist schnell installiert. Also wir haben wirklich 2 Minuten gebraucht, um die Geräte aufeinander zu stellen. Die Powerstation wurde selber geliefert in einem Karton mit Umkarton. Das heißt, dieser Karton, diese schicken Kartons hier mit dem Glossy Paper drauf, die wurden dementsprechend noch in einem Umkarton geliefert.
Und der war wiederum mit Sicherungen noch versehen. Das heißt, das wurde wirklich auch, das ein Versandunternehmen kriegt das wirklich hin, das Ding auch ordentlich zu transportieren. Ja, also insgesamt gesehen wirklich toll, gefällt uns sehr gut, optisch gesehen sehr gut. Und ja, dann wollen wir den ganzen Test mal schauen. Denn wir möchten natürlich auch hier hinterher nochmal schauen, wie sieht es in der Realität aus. Vor allen Dingen auch dementsprechend mit unseren Solarpanels hier. Davon haben wir eben dementsprechend 4 Stück bestellt, um halt eine Einspeiseleistung von bis zu 900 Watt Peak zu erreichen. Wie das Ganze in der Realität aussieht, das zeigen wir hinterher noch im Test. Und dann sagen wir schon mal jetzt, ach nee, stopp, eins noch. Ganz wichtig, unbedingt Funky Home, den Channel abonnieren, denn nur so wird man natürlich auch über die Neuigkeiten von Funky Home informiert. Dann sage ich schon mal jetzt, bis zum nächsten Mal. Und bis später im Test. Das wird noch ein bisschen was dauern, bis der schriftliche Test veröffentlicht wird, da wir das Ganze eben auch umfangreich ausprobieren möchten. Denn wir möchten nicht einfach nur uns nur an den technischen Daten aufhalten und nur die technischen Daten zeigen, sondern wir möchten natürlich auch unsere Praxis dementsprechend mit einfließen lassen. Und das machen wir dann im Test. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann schalten wir mal aus. Aus.